Schön, dass du dabei bist. Heute von einem ungewöhnlichen Ort, meinem Auto. Und zwar soll es heute um Apple CarPlay gehen. Ihr wisst es, Apple CarPlay ist quasi die Lösung für die Automobilindustrie, dass man gewisse Services, Apps von Apple oder aus dem Apple-Universum auch im Auto nutzen kann. Das heißt, es ist aufgespielt im Auto-Radiosystem, wenn man so will. Und man hat die Möglichkeit, sein Smartphone oder sein mobiles Device entsprechend mit dem Auto zu connecten und dann eben auf den ein oder anderen Dienst von Apple zurückzugreifen. Eine von der ersten Idee her sehr gute Geschichte, wie ich finde. Ich selber nutze Apple CarPlay jetzt seit knapp 3 Wochen und möchte euch ein erstes Fazit mit auf den Weg geben. Und zwar bin ich geteilt, euphorisch. Ich war am Anfang sehr euphorisch, muss ich zugeben. Das hat sich mittlerweile ein wenig gelegt, weil ich jetzt doch mehr noch im Alltag drin bin und einfach mehr entdeckt habe, was gut ist und was vielleicht auch nicht weniger gut, was weniger gut ist. Ich möchte euch heute so ein bisschen mitnehmen, möchte euch mal die Oberfläche zeigen. Und das erste Manko, was man sagen muss, ist, dass das iPhone immer quasi per USB mit dem Auto connected sein muss. Was ich nervig finde auf der einen Seite, man muss es immer andocken. Und es geht also nicht über die reine Bluetooth-Verbindung. Das wäre schön, ist aber nicht möglich, zumindest stand heute noch nicht. Sodass man also immer angedockt sein muss, dann in ein Menü switchen muss, wo man dann Apple CarPlay nutzen kann. Das ist eine. Das andere ist, es war am Anfang, fand ich, von der Latenz her doch anders, als wenn man ein klassisches Auto-Radiosystem von den Herstellern verwendet. Jetzt muss ich dazu sagen, mein Radio war defekt, es war ein Neuwagen. Das Radio ist ausgetauscht worden, deswegen fehlt mir jetzt quasi noch ein bisschen Erfahrung, was so dieses Thema Latenz, Schnelligkeit angeht. Ich muss sagen, wenn ich Berichte von alten, vom iOS 12 System höre, wir sind jetzt heute bei iOS 13, dann muss es schon um Welten besser sein. Von daher will ich da gar nicht rummosern, sondern will euch letztendlich so ein bisschen mal mitnehmen, euch das System zeigen. Es gibt ausgewählte Apps, die man verwenden kann, das werdet ihr sehen. Also nicht alle auf dem iPhone befindlichen Apps, sondern eine Auswahl, was auch Sinn macht. Man will ja nur eine gewisse Anzahl von Apps auch, oder kann man auch nur mobil und unterwegs nutzen. Und das Gute ist einfach, dass man eben, und bevor ich euch das dann zeige, beispielsweise die Karten-App, beispielsweise Google Maps, was ich immer dem normalen integrierten Navigationssystem bevorzuge, eben auf dem Display des Autos einblenden und nutzen kann. Ich nutze Waze beispielsweise sehr gerne, ein Navigationssystem, und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut und muss sagen, das ist schon super, dass ich das dann wirklich auf dem Auto-Display sehen kann. Und ich würde vorschlagen, wir schauen uns das System einfach mal an, gehen mal rein, ich nehme euch mal so ein bisschen mit und erzähle euch dann noch so ein bisschen was. So, hier sieht man das Apple CarPlay-System mal. Das heißt, man kann hier ganz normal switchen mit den Gesten. Ihr seht das, es ist so nicht ganz mega schnell, wie man es kennt. Das meine ich mit so ein bisschen Latenz an dieser ganzen Sache, aber ansonsten schon sehr, sehr gut. Man hat ausgewählte Apps zur Verfügung, fangen vielleicht mit dem Bildschirm einfach an. Die klassischen Karten, Nachrichten und so weiter und so fort, wie man es kennt. Dann hat man hier Podcasts, Kalender ist dabei. Und hier an der linken Seite sind immer die letztverwendeten, wenngleich die letztverwendeten einer Kategorie. Also Podcast und Musik würde sich austauschen, Waze und Karten würde sich austauschen. Und so hat man das dann immer entsprechend im Überblick. Hier auch die zweite Seite, Google Maps, Spotify ist da. Wer also unterwegs Radio hören will, auch das funktioniert. TuneIn, Stitcher, WhatsApp. Das sind die Apps, die ich hier entsprechend zur Verfügung habe. Google Maps, was wirklich sehr schön ist, oder auch das Kartensystem, hat man dann hier entsprechend direkt zur Verfügung und kann hier entsprechend über das Mobilfunkgerät quasi das Ganze projizieren auf das eigene Auto-Display. So, was gibt es noch zu sagen? Also, zunächst mal hat man die Auswahl hier in dieser App, in dieser Übersicht. Dann hat man hier auch die Split-View quasi, man hat hier Karten, man hat hier entsprechend die Ortschaften, wo man hin möchte, privat, Arbeit hier in dem Fall, das sind die Favoriten. Hier ist der Podcast, den ich höre aktuell von den Kollegen von OMR,
Und so hat man hier verschiedene Ansichtsmöglichkeiten. Ich kann natürlich telefonieren ganz normal, beziehungsweise habe hier dann entsprechend den Podcast, kann mir das auch in diese Übersicht mal reinholen, dass man einfach mal sieht, was man hier für Podcasts in der Pipeline hat. Also ganz normal, wie man das letztendlich auch kennt. Hier kann man entsprechend auch noch navigieren. Da sind meine ganzen Podcasts drin, die ich dann immer höre. Hier gibt es die Mediatheken. Hier gibt es auch das Entdecken. Also man kann neue Podcasts auch sich heraussuchen. Und ansonsten, ja, gibt es da gar nicht so viel zu sagen. Einstellungen ganz normal. Das Einzige, was noch zu sagen ist, WhatsApp. Hier. Möchtest du dir deine ungelesenen Nachrichten anhören oder eine neue verfassen? Genau, hier kann man dann mit Siri sprechen. Das tue ich jetzt gerade, wie man sieht. Man kann sich die Nachrichten... Möchtest du dir deine ungelesenen Nachrichten anhören oder eine neue verfassen? Nein. Okay. So, ihr habt es gesehen, man kann also sich Ungelesene vorlesen lassen, das ist natürlich sehr, sehr gut. Oder auch eine neue verfassen, dann via Siri, das heißt, man muss nichts mehr tippen. Das ist wunderbar, das klappt auch sehr gut. Also eine neue WhatsApp-Nachricht, wenn die ankommt, das vorlesen lassen, wunderbar. Zumindest bislang, was meine Erfahrung angeht. Und ansonsten sind die Dienste ganz normal nutzbar, wie man sie eigentlich erkennt. Und von daher, wenn man so ein kleines Fazit mal zieht, muss man sagen, dass Apple CarPlay vom Grund auf her wirklich ein sehr, sehr gutes, sinnvolles System ist, wo noch so ein Feintuning betrieben werden muss. Von iOS 12 auf 13 soll wohl ein extremer Speedschub gekommen sein. Das Thema Kabel, das ist für mich immer noch an absoluter oberster Stelle und das muss einfach besser werden und da hoffe ich, dass es hier eine Lösung für gibt, dass man das auch via Bluetooth nutzen kann. Und ansonsten bin ich, was die Bedienung angeht, sehr zufrieden. Insbesondere finde ich es gut, dass ich andere Navigationssysteme oder Navigationsanbieter, ob Karten von Apple, ob Waze, ob Google Maps, ebenfalls nutzen kann, weil in der Regel sind einfach die mobilen Navis besser als die internen. Und ja, das finde ich einfach sehr, sehr gut. Mich interessiert eure Meinung. Wie findet ihr Apple CarPlay? Habt ihr Erfahrungen? Wenn ja, teilt sie mit mir. Ich werde es jetzt nutzen. Ich nutze es, wie gesagt, knapp 3 Wochen und werde sicherlich auch nochmal ein Update geben, beziehungsweise natürlich bin ich auch auf euer Feedback gespannt.